Das ist vorher, Leute, ja? Digga. Guck es dir an! Digga, ich bin gerade so gecatcht. Anders! Das ist ein anderes Spiel, Lukas! Schaut mal, was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute leider Gottes wieder Evifer.de, der auch gerade hier einfach sein YouTube Video Money angemacht hat. Was, YouTube Money? Was? Nix. Lukas, hallo? Halt dich einfach geschlossen. Leute, wir schauen uns heute was unglaublich krasses an. Ich habe dazu noch kein einziges Video gemacht, weil ich mir dachte, oh, ist das wirklich so insane, wie alle Leute mal sagen. Das werden ja voll viele... Mach die Schuhe raus! Achso, du hast doch gesagt, unglaublich krass. Ja, unglaublich krass ist das Einzige, dass du mit diesem Gesicht überhaupt auf die Straße gehen darfst. Leute, wir schauen uns heute ein paar Minecraft-Videos zum Thema Raytracing an. Skate hat sogar auch ein ganz gutes Video dazu rausgemacht. Das könnt ihr mal hier ganz kurz in der Videobeschreibung anklicken. Extrem empfehlenswert. Ich dachte mir nach dem Video, ist das wirklich so? Ist Minecraft Raytracing tatsächlich so krass, wie alle sagen? Oder ist es so, wie Skate sagt? Er sagt, nee, es setzt sich nicht durch. Ich zeige euch jetzt heute mal die krassesten Beispiele von HD-Texture-Packs, kranken Raytracing, Shadern und so weiter und so fort. Und Leute, ich sage euch eins, das sieht aus wie ein komplett anderes Game. Ich würde sagen, wir jumpen einfach ganz kurz mit rein. Keine Ahnung, warum ich hier Vive dazu geholt habe. Der hat eh keine Ahnung davon, aber... Ich wollte gerade sagen, warum bin ich eigentlich dabei? Halt einfach deine Fresse, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Alle Videos sind natürlich nochmal in der Videobeschreibung. Let's go. Würdest du sagen, das ist Minecraft, Lukas? Ganz kurz? Niemals, Digga. Okay, jetzt wart mal ganz kurz ab. Man sieht's am Himmel, man sieht's am Himmel. Guck dir das mal an. Das Licht. Krass. Das Texture Pack mit HD, der Ofen halt noch normal. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber... Also insane. Anders krank, Junge. Das ist ja wohl... Guck mal, das könnte wirklich einfach ein modernes Museum sein, wo das aufgenommen wurde. Weißt du, was ich meine? Safe, Digga. Oder eine kranke Blende-Animation. Ich finde das... So, Lukas, und jetzt geht's los im Kopf. Jetzt kommt Redstone. Das sind Solarpanels. Guck mal. Guck dir mal diese Redstone-Leitung an. Und auch das Gras, Junge. Lukas. What? Siehst du die Feinporigkeit auf diesem Marmorblock? Ich habe das noch nie gesehen. Alter. Digga. Das ist Minecraft Redstone und Solar Panels, beziehungsweise diese Daylight Sensors. Einfach nur krank, oder? Junge. Digga, vorher. Vorher und jetzt schau auf nachher, Lukas. Kleiner Unterschied, Digga. Ganz klein. Alter, das ist. Komplett krank, oder? Digga. Guck dir das mal an. Also, das ist vorher, Leute, ja? Heftig, ich meine, dass diese Texture Packs crazy sind, ja. Aber durch Raytracing und diese ganzen Shader-Modelle nimmt es das ja mal komplett auseinander. Leute, man könnte mit diesem Spiel jetzt mit diesen ganzen Möglichkeiten einfach ein anderes Spiel on top bauen. Guck dir das an! Digga. Guck es dir an! Tschüss, Junge. Das sieht halt so real aus. Ja, es ist crazy, oder? Die Schraube, die Stecker, alles. Digga, alles, egal was. Digga, ich bin fassungslos. Guck dir dieses Haus an, Lukas. Das könnte aus einem Blender-Programm für Architektur sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich finde es wirklich crazy. Wirklich, wirklich insane. Guck dir mal die Pflanzen an, alles. Schau dir an, wie das aussieht. Dieses Texture-Pack. Und man sieht halt an den Skins, es ist immer noch Minecraft. Weißt du, was ich meine? Digga. Digga. Wenn man wirklich... Let's go. Irgendwann ist dieses Texture Pack komplett fertig, Leute, wo das komplette Texture Pack aus deutschen HD-Texturen besteht, mit einem kranken Shader und dem Raytracing. Uff. Anders krank. Pass mal auf, ich zeig dir nochmal hier was, Lukas. Mhm. Hier sehen wir nämlich ein paar Wälder und sowas. Und du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen. Kennst du dich schon? Guck dir das allein an. Dieser... Nicht mal Crysis oder irgendwie... Crysis ist jetzt schon outdated, aber Red Dead Redemption hat solche Grafiken. Weißt du, was ich meine? Guck mal, Junge, wie das aussieht, Alter. Hä, aber haben das die Minecraft-Ersteller selber gemacht oder irgendwelche User? Alles Communities, alles Community, Junge. Das sieht aus wie Renderings aus Sims 9 oder GTA 12, Alter. Guck mal. Junge. Es sind immer noch Blöcke, aber ist ja anders insane, oder? Hättest du jemals gedacht, dass das Spiel sich so weit entwickelt, Lukas? Nee. Guck mal, dieses Gras, siehst du das? Digga, allein wenn man das vergleicht, wenn ich jetzt normal auf GOM HD irgendwas zocke, dieser Unterschied, Junge. Anders krank, oder? Ich finde, das ist extrem befriedigend. Digga, guck mal da so drin, ich schwöre, das könnte einfach ein Haus sein. Ja, es ist so, es ist so. Guck mal, der Busch. Digga. Also wirklich, wo sich dieses Spiel hat hinentwickelt, ist insane. Und mit dem Raytracing von Nvidia, Junge, mashallah, man könnte wirklich denken, man steht gerade in diesem Ding drin. Das in VR, ciao Leben, Mann. Man kann wirklich komplett neue Spiele damit erschaffen. Findest du nicht auch, Alter, dass das wirklich der grafische Standard für verschiedenste Games eigentlich werden sollte? Würde auch safe noch.
Irgendwann haben wir wirklich Spiele, die alle so aussehen, Leute. Und dann ist es richtig gruselig. Wo hört die Realität auf? Wo fängt das Spiel an? Ich meine, Lukas hat da jetzt schon Probleme von 3D-Sex-Villa und seinem Privatleben. Einfach nur insane. Wie die Digga, ich Dinge bin gerade so gecatcht. Ich kann überhaupt nicht reden. Ich schwöre, ich hab's noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Modus gibt. Es ist anders krank. Wie das Gras wirklich auch dann den Stein so ein bisschen bewächst. Digga, es jetzt sieht guck mal, full guck real mal. Aus. Guck mal jetzt dieser Unterschied. Du kriegst Gänsehaut, Lukas. Digga, dieses Vanilla. Und dann, guck mal, man wird doch niemals denken, dass das Minecraft ist. Achtung, jetzt. Schau es dir an. Digga. Junge, das ist... Das könnte ein Foto aus dem Garten sein, Junge. Das könnten wirklich Bilder einfach sein. Guck mal, auch mal wie das Licht streut, Ja, guck mal die Wand, als hätte das wirklich jemand gemalt. Wie man sieht ja sogar noch die Spuren. Ja, wie das Licht einfach streut, ist insane. Und das ist nur ein Texture Pack, ein Shader und das Raytracing halt, ne? Was das Licht so schön streuen lässt. Man sieht halt noch, dass es Minecraft ist, irgendwie ein bisschen. Jetzt bei dem Wasser ein bisschen, ne? Aber guck mal, das hier zum Beispiel, das könnte jetzt wieder moderne Architektur oder halt irgendein krankes 3D-Rendering aus Blender oder Cinema 4D sein, weißt du, was ich meine? Ja, das ist schön. Boah, Junge. Das sieht krank aus. Alter, guck mal, wie das Licht perfekt reflektiert in diesen Goldblöcken, Junge. Ja. Das ist so befriedigend, Alter. Und das könnte einfach der Garten von irgendeinem reichen Typen sein. Das sieht einfach so nice aus. Junge, ich krieg Gänsehaut, Alter. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel steckt voller so viel Potenzial immer noch, Leute. Und das Game ist jetzt mittlerweile fast, ist schon über 10 Jahre alt. Das musst du dir reinziehen. Das Spiel alt. Ist über 10 Jahre alt. Und wir haben, Leute, diese Möglichkeiten. Man kann Mods, alles, Leute. Irgendwann, Minecraft ist wirklich eine Plattform mittlerweile, um andere Spiele daraus zu entwickeln. Guck das dir an. Also, krank, Digga, Gänsehaut. Ich hab noch mal eins gefunden, Lukas. Jetzt wird dir schwindelig werden, Digga. Jetzt sehen wir nämlich komplette Häuser, Alter. Und jetzt, Digga, jetzt denkst du, wohin soll das noch führen, Alter? Ja, mach mal an, ich will jetzt mal gucken. So. Der Himmel schon anders krank. Das könnte ja wirklich der Himmel irgendwo sein. Guck mal, als Rendering-Software wird es hier verwendet. So. Stell dir vor, du bist ein Architekt und zeigst das deinen Kunden, die sagen, krankes Rendering. Dann machst du das Texture-Pack raus und die sagen, Moment mal, das ist Minecraft. Und das ist richtig billig, Digga. Guck Vanilla. Mal, Junge, das könnte Showcase von irgendeinem kranken Star-Architekten sein, Alter. Allein diese Treppen und so, ne? Insane. Ich würde in der Hütte wohnen. Ich bin ehrlich. Ich würde in der Hütte wohnen. So schön minimalistisch. Jeder. Junge, Alter. Krass aus. Ich hab grad Gänsehaut, Junge, ich schwör. Da geht. Guck mal auch im Hintergrund das. Und jetzt guck es dir an. Das ist doch nicht real. Guck mal, da laufen Minecraft-Skins drin rum. Spaß. Das zeigst du deinem Kunden, der sagt so nice. Und dann im nächsten Schritt so diese Skins, die da so rumtanzen. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Digga. Die reflektieren alles. Keine Mods, by the way. Das ist nur Texture Pack, Shader und alles. Der Beton, Junge. Hast du gerade gesehen? Die Fenster auch mit Innenleben so. Guck mal, 32x32. Das sind 32x32 Texture Pack. Junge. No Shader. Sieht trotzdem schon krass aus, finde ich. Ja. Ich mag es halt, wie es an den Kanten so ein bisschen verschmiert ist, so, weißt du? Ja. Und jetzt knallst du den Shader rein. Anders! Das ist ein anderes Spiel, Lukas! 32x32 Pixel, die Textur hier. Und das mit einer 1080er Textur oder 4K-Texturen. Junge, das ist, guck mal. Es sieht so geil aus, ich schwöre es dir. Das ist einfach nur verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Ich finde das wirklich, das ist echt satisfying, oder? Digga, ich kann gar nicht reden. Du kannst mir nicht erzählen, dass dieses Game nicht wirklich alles kann. Es ist alles möglich in diesem Spiel, das ist so krass. Guck mal bitte. Digga. Allein zu sehen, wie der darin live baut. Junge. Also, ganz ehrlich, Leute, wir haben noch so viel vor mit diesem Spiel. Und ich meine, Raytracing. Ich will so einen Shader haben. Raytracing kam ja erst richtig spät dazu. So, und wer weiß, was da noch an grafischen Innovationen auf uns wartet. Digga, unten diese scheiß Inventar halt einfach Minecraft und dann baust du einfach so. Ja. Ciao. Jo. Wie das Licht fällt und wie smooth das auch noch läuft. Zeig mir mal ein Game, was das kann. Wo es so krass aussieht. Also, Junge. Ganz ehrlich, Alter. Ich hätte so Bock, da mal richtig einfach drauf zu zocken, ne? Darfst du aber nicht, ne? Ja, ist leider illegal. Also, kann ich dir nicht erlauben. Nee. Kann ich dir leider nicht erlauben. Okay, warte. Krass, Alter. Ey, ich habe noch nie bei einem scheiß React-Video so wenig geredet, aber das bummst gerade voll mein Kopf. Es nimmt dir das Leben, ne? Es nimmt dir das Leben, Alter. Das ist so heftig. Okay, Lukas, pass mal auf. Jetzt wirst du denken, Alter,
Wie ist das möglich? Pass auf, guck mal jetzt hier. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das schon mal gesehen habt, Leute. Schau dir die Bücher an. Es ist, Alter, nicht mal, kein Game der Welt hat so ein detailliertes Bücherregal. Zeigt mir ein Spiel der Welt, wo es so aussieht. Achtung! Allein das Wasser, ne? Lukas! Das geht nachts immer an. Das ist anders, oder? Anders krank. Oh, Bruder. Ja, Junge, ich hab Gänsehaut. Jetzt. Diese Pflanzen, Alter. Ja, und auch das Buch und jetzt, alles, guck mal. Junge. Oh, Junge, diese Bücher. Oh, Junge. Da stand sogar ein neues Universallexikon. Ja, Digga, ich weiß. Man kann das sogar lesen, was da draufsteht. Das ist anders krank. Also, Leute, Raytracing, Shader und Texture Packs. Wer weiß, was da noch kommt. Guck dir diese Fugen an. Die Tiefenschärfe. Weißt du, was ich meine? Das sieht aus. Einfach 10% real. Bessere Grafik als GTA. Bessere Grafik als GTA. Rausholen. Ja. Wer da nicht Gänsehaut bekommt und sich fragt, Junge, wohin mit dem? Der ist auf jeden Fall komplett lost. Also Leute, wir wollten euch das mal einfach aufgezeigt haben. Vielleicht stellen wir uns mal selber sowas zusammen, wenn ihr Bock habt. Lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da, dann zocken wir das zusammen mal. Und werden der Vive mal die Kinnlade komplett nach unten fahren. Insane. War jetzt heute schon. Einfach nur insane, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Auf jeden Fall gerne mal die Links in der Videobeschreibung auschecken. Geisteskrank, Mann. Gerne auch nicht bei mir vorbeigucken. Hör mal auf damit. Und ich hoffe, es kommt noch sehr viel mehr auf uns zu. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ist zu krank. Ciao.